hallo, hier ist Dieter Bohlen. Ihr seht schon, ich stehe gerade in der Küche und ihr seid in der Sendung eingeschaltet, heute Geschmackssache. Es ist ja alles Geschmackssache und ich habe heute einen super Tipp für euch und zwar, wie bringe ich meine Großoma sofort um, also nicht auf direktem Wege, sondern durch meine fantastischen Bratkartoffeln, die ich heute versuchen werde zu machen. Und also das geht erstmal natürlich los hier mit so einer Kartoffel und zweitens mit einem Videoclip von Bryan Adams. Und für mich einer wirklich der geilsten Sänger auf der Welt. Und der Titel heißt All I Do For You. Ja, meine Freunde, also die Kartoffeln sind fertig. Habe ich geil geschält, ne? Zwar nicht ganz alleine, aber sieht sehr geil aus. Und als nächstes zu guten Bratkartoffeln gehören natürlich Zwiebeln. Das ist ja klar, das ist natürlich ein bisschen peinlich. Also ich würde die eigentlich lieber im Glas kaufen oder so fertig geschält. Aber man kann die natürlich auch so sehen, Zwiebeln normalerweise aus. Und die muss man dann hier so abschneiden. Und dann haben die ja so 7 Häute oder eher so ein Krempel. Oder hat der Mensch 7 Häute? Ich weiß es nicht, ich kriege das immer durcheinander. Und auf jeden Fall fängt man dann irgendwann an zu weinen. Und das habe ich früher eigentlich auch oft gemacht bei den Bee Gees. Für mich die größten Komponisten aller Zeiten, schreiben die geilsten Balladen. Und ein Titel, der mich dieses Jahr sehr gefreut hat, das war Alone von den Bee Gees. Dieses Thema hier mit der Zwiebel. Da halte ich das eher was für Frauen. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich will das nicht können, Mensch. Wie kriegt man diese Pelle denn her? Und überhaupt der schönste Titel, die schönste Ballade aller Zeiten wirklich, finde ich für mich, war eine Nummer, die ist so vor 2 Jahren oder 3 Jahren gekommen. Da habe ich mich eigentlich jeden Tag geärgert, dass ich die nicht gemacht habe. Und dass ich da nicht drauf gekommen bin, weil der Titel ist wirklich tierisch gut. Und ich hoffe, euch gefällt das auch. War lange Nummer 1. Und die Gruppe heißt All For One. Und der Titel And I Swear. Genau. And I swear, like the shadow that's by your side. Jetzt gerade zurück aus der Werbung. Ihr habt gerade eingeschaltet bei Geschmackssache. Ich bin hier immer noch am Rumkochen. Jetzt habe ich so ein tolles Stück Speck hier. Ganz schön fett, finde ich. Aber das verbröselt sich dann nachher, wenn man das so auf hoher Flamme braten lässt. Dann irgendwie verschwindet das. Ich weiß auch nicht, wo es bleibt, aber irgendwie ist es dann weg. Ich glaube, so, man muss das immer so und dann so in so kleine Vierecke schneiden. Bei kleinen Vierecken fällt mir ein, ich war vor etlichen Jahren in Los Angeles und habe damals die erfolgreichste amerikanische Sängerin aller Zeiten kennengelernt. Und zwar ist das die Tante von Whitney Houston. Ich weiß nicht, die hatte 15 oder 20 Nummer 1 in Amerika, auf der ganzen Welt. Die hat gesungen mit Stevie Wonder und wir waren noch dabei. Die ist That's Our Friends Are For. Die Frau heißt Dean Warwick, also eine mega Sängerin. Und eine ganz tolle Frau. Ich habe sie damals kennengelernt, habe sie spontan dazu eingeladen, ob sie nicht Bock hätte, mal was mit mir zu machen und so. Und sie sagte, naja gut, ich kenne dich nicht so besonders, also schick mir mal ein paar Titel. Und wenn mir das gefällt, machen wir was zusammen. Und dann brauchte ich auch nicht lange warten auf den Anruf. Ich habe mir einen Titel geschickt, der hieß It's All Over. Und den durfte ich dann damals mit dir in Los Angeles aufnehmen. Und der ist dann auf der ganzen Welt rausgekommen und war überall ein kleiner Hit und in manchen Ländern auch ein großer Hit. Und der heißt It's All Over mit Dean Warwick. Ganz wichtig ist meiner Meinung, also da liege ich aber nicht ganz im Trend oder so, dass überall Öl ist, dass sie nicht so oll anbraten. Ich meine, so ganz überzeugt bin ich sowieso nicht von der Sache, weil
Normalerweise kann man aus solchen Herden, glaube ich, nicht Bratkartoffeln machen, hat mir mal irgendwie so ein Koch erzählt, weil die Flamme ist einfach zu schlaff. Also normalerweise braucht man da, glaube ich, so eine, irgendwie so eine, was gibt es denn, so eine Gasflamme, genau. Aber ist auch egal, ihr braucht das auch nicht zu essen. Zum nächsten Video. Es ist noch gar nicht so lange her, 8 Monate, glaube ich. Da standen 5 süß aussehende, mega talentierte Jungs bei mir im Vorgarten und haben mir vorgesungen. Und ich war total begeistert. Das ist relativ selten bei mir. Also, weil ich also stimmmäßig und so also selten Leute finde, wo ich wirklich sage, Mensch, das ist wirklich mega geil. Ja, die hießen Touché und wir haben uns damals ganz spontan entschlossen, zusammenzuarbeiten. Die Jungs waren dann wirklich sowas von hartnäckig, sowas kenne ich überhaupt nicht. Also, die haben mir samstags abends dann in der Disco aufgelauert quasi so und haben gesagt, Dieter, jetzt schreib uns endlich einen Titel, schreib uns endlich einen Titel und so weiter und so fort. Und ja, dann haben wir damals den ersten Titel aufgenommen zusammen, der hieß I Can't Get No Sleep. Und die zweite Nummer hieß I Want You Back, I Want Your Heart. Hoffentlich werden die Kartoffeln nicht hart. I want you back, I want your heart. I want you back, give me your start. Oh, and if you're ready, then I swear I will love you anytime and anywhere. Also das Geheimnis bei diesen Bratkartoffeln ist, dass die Flamme muss mega hoch sein. Und die Kartoffeln, wie gesagt, die müssen schön gekocht sein und so am besten einen Tag vorher. Das ist also, die müssen schön lange rumstehen und so. Und eben auch so intelligente Kartoffeln sein wie diese hier. Und mit denen sieht man das irgendwie richtig an. Also, dass sie gut schmecken, finde ich. Ja, und mir hat eins auch sehr gut geschmeckt. Und zwar war das eine Ballade von Blackstreet. Und also die fanden wir eigentlich alle gut, also auch so Touché und so, wir haben gesagt, oh Mensch, ist die geil. Die haben wir das ganze Jahr gehört, aus dem letzten Album von denen. Und die heißt Don't Leave Me. Am Schneiden, weil ich habe ja auch noch jemanden eingeladen. Man isst Bratkartoffeln also grundsätzlich nicht alleine, weil das schmeckt ja auch nicht. Und also ich habe jemand ganz Hübsches eingeladen, aber ich verrate euch natürlich nicht, wen ich heute eingeladen habe. Ja, damals, ich war schon mal mit jemandem zusammen, musikalisch, ganz, ganz lange Jahre. Also eigentlich nur 3. In den Jahren waren wir aber also sehr mega erfolgreich. Wir hatten 5 Nummer 1 in Folge. Ihr wisst bestimmt, von wem ich rede, und zwar von Modern Talking. Damals war ich zusammen mit Thomas Anders. Wir hatten damals 5 Nummer 1 in Folge, es hat nie wieder einer hingekriegt, bin ich mega stolz drauf. Genau wie auf meine Bratkartoffeln. Auf Modern Talking allerdings noch ein bisschen mehr als auf Bratkartoffeln. Und ja, also wir hatten viele Hits. Das ging los mit Your Heart, Your Soul, You Can Win If You Want, Sherry Sherry Lady, Brother Louie, Atlantis Is Calling, waren also alles nacheinander Nummer 1 Hits. Und einen davon natürlich jetzt auch für euch heute, und zwar ist das der Titel Brother Louie. Der da im Boxkampf, der in der Mitte, der da so die Faust hochhält, das bin ich, falls ihr mich nicht erkennt, ist schon so lange her, 75 Jahre oder so. Riecht hier tierisch, sage ich hier tierisch. Sieht ja fast aus wie Erbsen-Eintopf. Aber das werden Bratkartoffeln. Also sind die schon ein bisschen braun da unten. Der sind noch nicht. Aber ich glaube, das wird ganz gut irgendwie. Ich habe ein gutes Gefühl. Der eine von meinen Lieblingsgruppen damals war Hot Chocolate. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnern könnt. Die haben ganz tolle Musik gemacht. Ich weiß gar nicht, so in den 70ern und so. Und der Sänger von Hot Chocolate, der hieß Errol Brown. Und den habe ich auch kennengelernt. Und wir sollten damals für diese ATP-Tennis-Geschichte den Titelsong schreiben. Ja, und da habe ich den Errol Brown ins Studio eingeladen. Mega Typ, also der ist unheimlich lustig und hat Gefühl ohne Ende.
Also ich meine, die haben auch damals also 30, 40 Welthits in Folge gehabt. Das war traumhaft. Und wir haben damals eine Nummer zusammen gemacht. Also die habe ich produziert und damals. Und der Titel heißt This Time It's Forever. Baby, baby, this time I know it's forever. Trust me, darling. Aus der Werbung. Und ihr seid wieder jetzt bei Geschmackssache. Meine Kartoffeln werden immer brauner. Und dieses Ei versuche ich jetzt, also mit diesem auch noch, da reinzubekommen. Das ist ein bisschen schwierig. Also weil meistens... oh Gott, genau, das habe ich befürchtet. Also eins ist schon mal drin. Moment, und das zweite kommt jetzt auch noch. Auf die andere Seite. Ja, ihr braucht es ja nicht essen. Obwohl ich das ganz gut finde. Sieht ja ganz gut aus. Ein Riesenkünstler ist Chris Norman gewesen. Der hat früher gesungen bei Smokey. Hatte Welthits ohne Ende. Das ist, der hatte so Dinger wie Next Door to Alice und Mexican Girl und ich weiß nicht, also tausende von Hits. Und der hatte eine Nummer gesungen damals für den Tatort. Das war so Mitte der 80er Jahre. Ich glaube so 87 oder so war er. Es war ein Riesenhit, lange Zeit, 8 Wochen, 9 Wochen in Deutschland Nummer 1, über 1 Million Singles verkauft und der Titel heißt Midnight Lady. Langsam bräunt es vor sich hin hier. Der Toppen wird immer toller. Ja, ich komme jetzt auch langsam hier zum Schluss, noch nicht ganz, aber so halb. Mit der absoluten Reifeisenstimme. Thomas Gottschalk sagt immer, keiner ist geiler als Bonnie Tyler. Mit der durfte ich auch schon zusammenarbeiten. Die hatte ja diese Heroes und viele auch Nummer 1 in Amerika und so weiter. Ihr habt das bestimmt auch schon gemerkt, also ich stehe unheimlich so auf so ein bisschen raue Stimmen eben von der Gesangsart, weil ich finde, das gibt irgendwie was. Weiß auch nicht warum, aber keine Ahnung. Also, und der Titel von ihr, der heißt Fool's Lullaby, mit ihr zusammenzuarbeiten, war auch für mich echt sehr angenehm. Wir haben 3 Alben zusammen gemacht damals und sie hat überall Kühlplatten verkauft und so. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ihr im Moment jetzt wieder abgeblieben ist. Und kribbelt bestimmt irgendwo rum oder so, aber irgendwann sehe ich die bestimmt mal wieder und vielleicht werde ich dann auch wieder mit ihr zusammenarbeiten. Jetzt also Bonnie Tyler. Ja, ich bin hier wieder bei Geschmackssache. Meine Bratkartoffeln sehen immer besser aus. Und das ist nicht getürkt. Das habe ich ganz alleine gemacht. Ja, als letztes seht ihr jetzt ein Video von mir selber, und zwar vom Blue System. Das habe ich mit den Leuten gemacht, die auch das Cappuccino-Video gemacht haben, was mir wirklich ganz gut gefiel und oder noch immer gefällt. Also mit den Hans Hammers-Leuten und so haben wir viel Spaß gehabt beim Video. Und der Titel heißt Anything, ist der die erste Auskopplung aus meinem 13. Album Here I Am. Und da wird es dann auch bald noch eine zweite Auskopplung geben, die wird heißen Love Will Drive Me Crazy. Und, aber ihr seht jetzt erstmal den ersten Hit und die erste Auskopplung aus Here I Am, Anything. Also die Bratkartoffeln sind fertig und ist natürlich ein ziemlich also kompliziertes Gericht geworden. Und der eine oder andere wird sich fragen, Mensch, was war da noch drin? Ich weiß nicht, waren das jetzt 3 Eier oder 5-mal Speck oder wie war das? Ganz einfach. Also hier ist das wie im Kochbuch so aufgeschrieben. Das heißt jetzt auf einmal Dieter Bohlens Kochtipp Oldenburger Schlemmerplatte. Aber dass ihr wisst, also eigentlich sind es nur Bratkartoffeln und so. Das werde ich jetzt noch signieren. Und wenn ihr dann schreibt, dann könnt ihr das eventuell gewinnen.
Und ich hoffe, dass wenigstens 5 schreiben, weil dann können 5 das gewinnen. Sonst liegt das Zeug ja hier nur so rum. Also macht's gut. Vielen Dank, dass ihr eine Stunde mit mir hier verbracht habt, mir zugeguckt habt. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald. Ciao, ciao. Euer Dieter. Also, und jetzt also unterschreiben wir.